Okay, das hier könnte ein sehr, sehr cooles Video sein, nämlich die Tore von allen WM-Finals, die es bisher gab. Angefangen im Jahr 1930, wo Uruguay und Argentinien bei der ersten WM in Uruguay im Finale standen. Und ich muss dazu sagen, ich habe noch nie Aufnahmen davon gesehen, okay. Die scheinen auch nicht die wildeste Qualität zu haben, aber trotzdem lustig, hier mal so ein bisschen reinzuspicken, wie das damals aussah, wie die Tore gefallen sind. Die Qualität wird natürlich von Jahr zu Jahr besser. Irgendwie lustig der Torwart geschwungen ist. Wie lustig er geschwungen ist. Uruguay hat damals gewonnen mit 4:2. Ja. Dann haben wir 1934. Italien gegen Tschechien im Finale. Die Kameraqualität auch wieder wild unterwegs. Was ist das denn mit der Kameraansicht auf einmal? Junge. Ich bin gespannt, ab welchem Jahr man so richtig erkennen kann, was abgeht. Aber ich schätze mal, es ist bei den nächsten Weltmeisterschaften schon der Fall. Ah, hier, ab jetzt geht's schon eigentlich. Aber diese Bälle damals sahen auch so lustig aus, diese Altlederbälle. Fake-Shot sogar, oha, mit Skills. Verdient im WM-Finale, würde ich sagen, steht da, wer schon Skills gemacht hat damals. Auf stabiler Schuss. Junge, die haben schon Tempo aufgewiesen an den Angriffen. Wie viele Tore sind denn gefallen in dem Finale hier? 4:2 für Italien. Ah, 1950. Ich glaube, ab jetzt können wir Qualität erwarten, meine Aufnahmen. Also jetzt immer noch schwarz-weiß. Boah, die Fans sind eskaliert. Junge, die waren nicht bei diesem Finale irgendwie so über 100.000 im Stadion und haben dazugeguckt. Das war, glaube ich, ganz verrückt. Heutzutage ist sowas ja gar nicht mehr erlaubt, einfach aufgrund von Sicherheit. Früher hat man die einfach alle reingequetscht am Stadion und sich gesagt, gib ihm. Uruguay hat da ihren zweiten WM-Titel geholt. Einfach bisher, Stand jetzt, weil ich richtig geschaut hatte, Uruguay 2, Italien 2. Wild, wild, wild. Deutschland gegen Ungarn. 54. Ah, jetzt. Jetzt hat die Kameraqualität aber lange Meter gemacht. Jetzt erkennt man ja richtig gut, was hier abgeht. Ab jetzt wird man sagen, also eine Farbe würde ich sogar sagen, könnte eine Übertragung so von, na gut, nicht von heute sein, aber ihr checkt schon. Puskas mit dem Treffer. Junge, was macht Deutschland da? Oder er will Rückpass geben, Torwart sieht, er sieht gar keinen Stich und so. Unfassbar. Aber wir wissen alle, was passiert. Aus dem 0:2 wird ein 3:2, weil Rahn aus dem Hintergrund schießt. Und Deutschland holt das Ding. Kein Mensch hat damit gerechnet gegen Ungarn, gegen die Übermannschaft. Schweden gegen Brasilien. Junge, Kameraqualität wird wieder schlechter, oder? Aber stabiler Schuss. Junge, Brasilien hat Bock gehabt damals. Junge, die haben immer ein System gehabt, ne? Über außen, einen Trick oder einen schnellen Move. Junge, was macht er mit dir? Das ist Pelé, ne? Junge, die nehmen Schweden gar nicht ernst. Die nehmen Schweden überhaupt nicht ernst. Na okay, hier macht Schweden nochmal ein Ding, aber trotzdem. Hä, die treffen schon wieder, oder was? Hä? 5:2, glaub Pelé ehrlich sogar, 2-3 Tore. Verrückt, ey, verrückt. Und dann wieder Brasilien, man kennt's. Gegen Tschechoslowakei, die waren auch oft im Finale, ne, aber haben nie ein Ding geholt. Nie Weltmeister gewonnen. Ja, Brasilien, die spielen immer... Du hast einen Treffer. Die spielen echt anders. Da wird schon über außen mit Tricks und dann reingehauen die Bälle. Ja, der Torwart ist ein Meme für mich. Der kann auch nicht im WM-Finale spielen und sowas machen. Unfassbar. Nächster Titel für Brasilien. Oh, jetzt haben wir Farbe sogar schon. 1966 ist Zeit für das Wembley-Tor. Einfach in Farbe. Sieht schon fresh aus, ey. Deutschland sogar in Führung gegangen. Oh, und der Ausgleich. Und der Rückstand. Und der Ausgleich. Es ging hin und her, Schlag auf Schlag. Und jetzt kommt der Skandal, ne? Das Wembley-Tor. Es ist einfach heutzutage schon bestätigt, dass es kein Tor ist. Und dann haben die 120. noch einen draufgesetzt. Ja, GG, Bobby Moore am Feiern. Aber trotzdem wäre dieses Wembley-Tor nicht gefallen. England hätte, glaube ich, bis heute keinen Titel geholt. Kein WM-Titel. Italien gegen Brasilien. Zwei der Länder, die mit am meisten Titel geholt haben, so. Hier war Pelé auch nochmal hungrig. Wobei stand er hier noch auf dem Platz? Aber dabei war er auf jeden Fall bei dem Turnier.
Ich glaube, bei dem Turnier hat er nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. 4-1. Brasilien macht doch keine halben Sachen, wenn die im Finale stehen, ne? Die machen ja so viele Tore. Unfassbar. Batz. In der 24. Minute müssen wir das auch können. Batz, müssen wir das auch können, ja, sagt der Kommentator. Da macht er es, der Müller. Müller schießt, Müller trifft. Und Deutschland holt den nächsten Titel. Niederlande wieder im Finale. Das ist auch unfassbar. Niederlande ist auch so eine Nation. Oft im Finale und nie einen Titel geholt. So bitter. Die waren locker 3-4 Mal im Finale. Also 3 Mal mindestens. 2010 dann ja auch nochmal. Was ein Tor, ey. Junge, was ist das für ein Tor? Was macht der Torwart da? Junge, das ist das Finale. Da stehen die besten Leute der Welt auf dem Platz. Aber gut, zur damaligen Zeit halt, ne? Aber es waren schon komische Tore, die gefallen sind. Das hat mit Taktik und so nichts zu tun, was man hier gerade gesehen hat. Machst du nichts bei dem Gegentor? Boah, er flickte sich hoch! Was redest du? Er flickte sich hoch und einen Fuß schießt er da rein. Boah, mit Torwart austrickst und so. Junge, was war mit denen los? The fuck, ey. Boah, der war gut genommen. Aber ja, so aus anhand der Clips, die man hier gerade gesehen hat, verdientes Ding. 86, da war Maradona, ne, im Finale gegen Deutschland. 86 war gleich auch das Jahr, wo er Hand Gottes und dieses Dribbling-Tor gegen England gemacht hat. Und wo er am Ende auch den Titel geholt hat. Mit Argentinien, ich glaube, damit spoilere ich keinen, wenn ich das sage. Ist er das hier gerade? Keine Ahnung, man kennt schwer was. Ich sehe nur lange Haare. Kann er sein. Keine Ahnung. Wobei, nee, ich glaube, er hat nie in einem WM-Finale getroffen. Oder? Ich glaube, das waren andere, die da die Dinger gemacht haben für Argentinien. 3-2, auch richtig wildes Ding. Man sieht ihn hier aber. Maradona, Maradona, Maradona. Deutschland auch so oft in Finals gewesen, ey. Deutschland ist, glaube ich, das Land, das am häufigsten im WM-Finale war. Aber nicht das Land, was am häufigsten gewonnen hat. Bei Brasilien ist gefühlt so, sobald die im Finale sind, haben die das Ding eigentlich safe schon gewonnen. So ein Ding ist das bei Brasilien. Bei Deutschland ist es so, die kommen gefühlt immer Top 3. Ab und zu gewinnen die mal, ab und zu nicht. Lothar Matthäus mit dem Pass. Ja. Bremen, ne? Andi Bremen. Zack. Das war, glaube ich, das einzige Tor, ne? Einfach so ein schimmeliger Elfer. Hat gereicht. Pass. Brasilien gegen Italien. Ich weiß nicht, wie viel das Spiel ausgeht, aber allein bei der Konstellation gehe ich schon wieder aus, dass mindestens 5 Tore insgesamt fallen. 74 in den USA. Jo, was ist das für ein Stadion, Mann? Ah, das ging bei 0-0 selber knolzen. Einfach mein Tipp ganz daneben. ganz daneben. Geil, ich glaube, jetzt weiß ich sogar auch wieder, wer er verschossen hat, auch bei Italien. Der Mann mit dem Zöpfle hinten. Mal gucken. Oder war er schon dran? Hab's gerade gar nicht. Oder ist er das? Ihr kennt's wieder nicht. Was? Baggio gerade? Weil der hat da, glaube ich, auch verschossen. Ah, nee, da ist er. Baggio, der verschießt jetzt, ne? Batz. Aber gute Frisur trotzdem gehabt. Junge, was? Bester Mann, dieser, keine Ahnung, Co-Trainer oder so mit Rolle auf Boden und so. Kranker Jubel, den er da rausgehauen hat. Wild. Sehr, sehr cool. Ja, Brasilien, man kennt's, mal wieder Weltmeister. Unfassbar. Und mal wieder im Finale auch jetzt. Oh, das war eine Masterclass von Zidane. Zidane hat das Jahr, glaube ich, auch den Ballon d'Or gewonnen gehabt. Einfach Zidane, Kopfballtor. Out of all players, einfach Zidane. Oh. Oder Zidane hat sogar gleich 2 Kopfballtore da gemacht, ne? Verdientes Ding. Brasilien gegen Deutschland. Und es ist, wie es ist. Das ist so bitter. Oliver Kahn, so ein wildes Turnier gespielt. Ich glaube, er war sogar trotzdem Spieler des Turniers. War dann im Finale der Joke und dagegen machst du nichts. Gegen so einen Schuss von der 9. Dagegen machst du einfach nichts. Krasse durchgelassen auch. Klasse Schuss. Bitter. Aber was willst du machen?
Einfach, dass Ballack gefehlt hat im Finale. So bitter, weil er diese gelbe Karte dann im Halbfinale bekommen hat und man damals wegen der gelben Karte im Halbfinale noch im Finale fehlen konnte. Quatsch von Soße. 2006 vielleicht einer der legendärsten Finals, ne? Zidane als Legende, Abschiedsspiel, macht da so einen Elfer rein. Unfassbar. So ein perfekter. Eckentore mal ganz eklig. So ein Standardtor zu kassieren im Finale tut richtig weh. Da kam auch die rote Karte von Zidane. Da kam das Elferschießen. Das ist auch immer krass, ne? Wenn so ein Riesenturnier im Elferschießen entschieden wird. Und Schäfer, du bist dann einer, der ihn nicht macht. So. Tickle, perfekt war der denn geschossen. Auch gut, aber bringt nichts, wenn Italien jeden reinmacht. Und das tun sie. Oder? Jetzt kommt der letzte Mann. Und drin ist er. Spanien gegen Niederlande, da sind sie mal wieder im Finale. Lang nicht gesehen, die Niederländer, jetzt sind sie mal wieder am Start. Und dann kommt der Andres Iniesta. Zu 100% der Moment seiner Karriere. Scheiß auf La Liga-Titel, scheiß auf Champions-League-Titel, scheiß auf Copa del Rey oder wie diese Kackpokala ist. Tor zur Weltmeisterschaft, das ist anders. In der Verlängerung, oder 4 Jahre später auch wieder, in der Verlängerung, ein entscheidendes Tor. Er macht ihn. Mario Götze. Unfassbar. Mal gucken, vielleicht wiederholt er das ja jetzt. In diesem Jahr. Oder Messi holt sich nochmal seinen WM-Titel. Wer weiß, ey, wer weiß. Das ist die Sache, ey. Allein wenn man diese ganzen WM-Finals gerade sieht, man kriegt schon ein bisschen Bock auf das Turnier, obwohl eigentlich aufgrund von Auftragungsort und aufgrund von allem, was davor war und so, man eigentlich gar nicht so Bock auf das Turnier haben darf. Aber das Ding ist, ja, keine Ahnung, ey. Man hat halt Bock auf den Fußball, aber hat nicht Bock auf das Turnier an sich. Schwer, schwer, schwer. Ich glaube, es gab selten so einen großen Außenseiter im Finale wie Kroatien hier, oder? Weil ich glaube, der größte Außenseiter im WM-Finale aller Zeiten war immer noch Deutschland gegen Ungarn, 54. Aber ich glaube, Kroatien gegen Frankreich hier war auch schon ein ganz verrückter Außenseiter. Das Ding war auch sehr schnell entschieden, muss man sagen. Auch wenn Hugo Lloris hier ein bisschen Quatsch gemacht hat. Aber am Ende, der erinnert sich da keiner dran, denkt da keiner dran. Weil Le Bleu haben den Titel geholt. Und das waren sie, alle WM-Finals. Von Schwarz-Weiß-Action bis ein bisschen bessere Qualität zu heutigen High-Quality-Übertragungen. Ja, ein sehr, sehr geiles Video. Einmal so der Rückblick gefühlt von den letzten 100 Jahren. Ne? Über 20 WMs waren es ja schon. Krass, krass, krass.